E-Commerce ist spannend und ein Markt ist besonders spannend, nämlich Indien. Da steckt der E-Commerce noch in den Kinderschuhen, aber das Land wird sehr wahrscheinlich zu einem der größten E-Commerce-Märkte der Welt aufsteigen. Und wir schauen uns heute ein Unternehmen an, das da wahrscheinlich eine ganz entscheidende Rolle spielen wird. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Ein neuer Tag, ein neues Kursmassaker. Das war letzte Woche das Motto für Technologieaktien aus China. Chinesische Technologieaktien stehen seit Monaten unter Druck. Auch Schwergewichte wie Alibaba, JD.com, Baidu. Die chinesische Regierung, die schlägt jetzt voll zu, was Regulierungen betrifft. Man hat jetzt den Eindruck, dass da das, was die Regulierungsbehörden die letzten 20 Jahre nicht gemacht haben, dass sie das jetzt alle in ein paar Tagen nachholen. Alles. Manche sagen aber auch, Peking zeigt den Internetkonzernen jetzt, wer Herr im Haus ist. Aber wie auch immer, diese Aktien sind also deutlich billiger geworden in letzter Zeit. Und wie wir das einschätzen und welche Aktien wir trotzdem interessant finden jetzt, das erfahren Sie von uns in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report. Die Reports von uns sind auch immer gratis. Sie müssen sich dafür nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de und hier unter dem Beitrag ist auch noch mal der Link drauf. Das nur mal als Hinweis hier vorab, nicht, dass Sie denken, wir hätten das, was da gerade passiert, jetzt nicht bemerkt oder so und würden da nicht drüber berichten. Nein, wir berichten sogar ausführlich drüber in unserem nächsten Report. Heute geht es aber nicht um eine Aktie aus China, sondern um eine aus Indien. Es geht um einen Konzern, der in Indien heute schon der größte Einzelhandelskonzern ist und der in Zukunft auch im E-Commerce eine wichtige, große Rolle spielen dürfte. Es geht um Reliance Industries. E-Commerce ist interessant in Indien. Es leben ja fast 1,4 Milliarden Menschen in Indien. Es könnte in den nächsten Jahren der drittgrößte E-Commerce-Markt werden nach China und den USA. Gleichzeitig ist es aber so, die Durchdringungsrate von E-Commerce ist noch gering. 2020 war der indische E-Commerce-Umsatz bei umgerechnet 38 Milliarden Dollar. Das ist noch nicht viel. Der Anteil am gesamten Einzelhandelsumsatz liegt damit erst bei 4,7%. Und im Vergleich dazu sind wir in den USA bei 20% ungefähr schon und in China bei über 40%. Und jetzt zieht aber auch der indische E-Commerce stark an. Die Wachstumsrate zum Vorjahr liegt momentan bei ungefähr 45%. Und es gibt viele, die glauben, dass sich dieses Geschäftsvolumen von 2020 bis 2030 verzehnfachen wird. Nicht nur wegen dem Wachstum, das wir allgemein haben in Indien, sondern weil es jetzt eben fast landesweit eine Abdeckung auch gibt, endlich mit mobilem Internet und Breitbandinternet. Und auch das ist zu einem großen Teil einem Unternehmen zu verdanken, nämlich Reliance Industries. Reliance ist der größte Konzern in Indien, wird kontrolliert von Mukesh Ambani, dem reichsten Mann Asiens, ist gegründet worden schon in den 50er Jahren und war eigentlich die meiste Zeit über eher so ein Öl- und Petrochemiekonzern. Ist es auch heute noch im Grunde. Also fördert Öl und Gas, betreibt da Raffinerien, produziert so Sachen wie Benzin, Polyester, PVC und so weiter. Und vor ein paar Jahren hat man sich da aber gedacht, naja, was tun mit dem vielen Geld, das da ist? Wir gehen in ein neues Geschäftsfeld, nämlich Telekommunikation. Und man hat das Unternehmen Jio, gegründet. Man hat da massiv investiert, auch in die Telekom-Infrastruktur und ist auf den Markt gegangen mit billigen Smartphones und Dumpingpreisen und hat da den indischen Mobilfunkmarkt wirklich aufgerollt, kann man sagen. Jio ist aufgestiegen innerhalb von 5 Jahren zum größten indischen Mobilfunkanbieter mit 426 Millionen Kunden. Und das war was, das konnten viele eigentlich gar nicht glauben. Und daran hat man eben auch gesehen dann, Reliance Industries, die machen nicht nur Sprüche, sondern die haben auch die Mittel und wenn die sich das vorgenommen haben, da was zu werden, dann ziehen die das auch durch.
Und nebenbei ist Reliance auch schon der größte Einzelhandelskonzern in Indien. Mit Supermarktketten, mit Apotheken, mit Mode und Unterhaltungselektronik und so weiter. Und auch da buttern die viele rein. Und sie haben jetzt in Indien ungefähr 12.700 Ladengeschäfte mit 3 Millionen Quadratmetern Verkaufsfläche. Das ist alles sehr viel und das gibt es an der Börse natürlich auch nicht umsonst. Die Aktie hat sich gut entwickelt. Hier in Euro, das sind die letzten 5 Jahre in Frankfurt. Wir haben hier wirklich eine jahrelange Aufwärtsbewegung gehabt. Dann kam natürlich der Corona-Einbruch, wie bei den meisten Aktien. Danach wieder eine starke Erholung. Jetzt allerdings, seit einem knappen Jahr, läuft sie nur noch seitwärts, konsolidiert, also auf einem relativ hohen Niveau. Ein Chart in Euro ist bei so einem Unternehmen nicht unbedingt aussagekräftig, aber auch in Rupien sieht es ähnlich aus. Den Chart hier, den habe ich von der Seite von Reuters. Auch das die letzten 5 Jahre, wir haben also auch in indischer Rupien ein ähnliches Muster. Und durch diesen Anstieg haben wir jetzt einen Börsenwert inzwischen schon von 158 Milliarden Euro. Das ist natürlich nicht wenig. Und auf den fürs laufende Jahr erwarteten Gewinn haben wir auch schon ein KGV von 23. Und darüber kann man sich jetzt schon streiten. Wenn man nämlich sagt, wir haben hier eigentlich nur ein Konglomerat aus Telekom und Petrochemie, dann ist ein KGV von 23 nicht billig. Wenn man aber sagt, das hier wird Indiens Amazon, dann ist es möglicherweise eben schon günstig. Was hat Reliance vor? Reliance hat einerseits Jio mit 400 Millionen Kunden. Wie gesagt, Jio wird gerade zu einem IT-Konzern ausgebaut, also mit Cloud, mit Bezahldiensten, Medien, Blockchain, Computerspiel-Downloads und so weiter, was man eben so macht als großer IT-Konzern. Und sie haben aber auch eine E-Commerce-Plattform. Und dann hat man ja noch den Retail-Bereich, der auch ausgebaut wird gerade und der seine Reichweite dann durch diese Plattform ja auch landesweit steigern kann. Ist aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass da eben auch ein Marktplatz entsteht für Millionen von Einzelhändlern in China, die dann eben auch landesweit ihre Waren anbieten können, die aber auch die Logistik nutzen können von Reliance, zum Beispiel Lagerfläche, oder die ihre Waren, die sie anbieten, auch vorfinanzieren können über Reliance. Und, was ganz besonders wichtig ist, sie können auch Lieferanten werden. Sie können Waren von anderen Händlern dann ausliefern über diese Plattform auf dem letzten Meter und damit dann auch ein bisschen was dazu verdienen. Und das werden viele von den kleinen indischen Einzelhändlern auch gerne tun. Letzten Endes, es soll also die eine große Plattform werden für Indiens E-Commerce, wo alle alles abwickeln können und im Prinzip hat Reliance die Marktmacht und auch die Präsenz, um diese Plattform, glaube ich, im Markt durchzudrücken. Also es könnte schon klappen. Und bei Goldman Sachs zum Beispiel, da glaubt man, dass Reliance 2025 am Online-Lebensmittelhandel einen Marktanteil haben wird in Indien von 50% und am gesamten indischen E-Commerce von 30%. Und das wäre schon verdammt viel. Sie sind natürlich nicht die einzigen. Also Amazon und Walmart, die sind auch schon da in Indien, ist völlig klar. Die sehen das Potenzial natürlich auch. Aber die werden von der indischen Regierung gegängelt, kann man sagen. Auch weil Reliance da eine ganz geschickte Kampagne fährt momentan. Die sagen nämlich, ja, Daten sind das neue Öl und die wertvollen indischen Daten, die dürfen bloß nicht in die Hand kommen von ausländischen Konzernen. Ist natürlich viel besser, wenn es in die Hand kommt von indischen Konzernen. Und Amazon speziell und Reliance, die sind sich auch gerade spinnefeind. Vor einem Jahr hieß es noch, Amazon steigt da wahrscheinlich ein mit 20 Milliarden Dollar, aber inzwischen verklagen sie sich nur noch gegenseitig. Es gibt aber andere, die eingestiegen sind bei Reliance, beziehungsweise bei dieser Tochter Jio Platforms, die diese ganzen neuen Geschäftsmodelle jetzt betreibt. Und das sind wirklich interessante, große internationale Investoren, die Rang und Namen haben. Also jeder wollte irgendwie dabei sein und ich hoffe, man kann es hier erkennen, die Liste mit den Investoren. Facebook ist groß eingestiegen bei Jio Platforms. Sie haben jetzt fast 10%. Dann Beteiligungsgesellschaften, so wie Silver Lake, Vista, KKR, dann der Staatsfonds von Abu Dhabi, Intel, Qualcomm und eben auch Google.
Google hat 7,7% gekauft, damit sind Facebook und Google jetzt die zwei größten neuen Aktionäre. Man sieht also, viele fanden das sehr attraktiv und insgesamt hat Reliance damit 33% der Anteile verkauft an Jio Platforms, hat damit 17,2 Milliarden Euro eingesammelt, womit wir rein rechnerisch auch eine Bewertung hätten von 51,6 Milliarden Euro, nur für Jio Platforms. Und damit hat es Reliance außerdem geschafft, dass sie jetzt schuldenfrei sind auch. Also die ganze Expansion da im Telekom-Bereich, im Einzelhandel, das hat ja viel Geld gekostet. Aber zurzeit sind sie schuldenfrei. Und es gibt außerdem noch die Fantasie, dass in der Petrochemie-Sparte Saudi Aramco einsteigt und 20% kauft für 15 Milliarden Dollar. Das wäre dann dafür nochmal eine Bewertung von 75 Milliarden Dollar für die Petrochemie. Ist noch nicht passiert, steht aber im Raum. Und Reliance könnte diese Petrochemie-Sparte ja auch abspalten und da auch teilweise auf anderem Wege Kasse machen und das Geld dann auch wieder in die neuen Sparten stecken. Diese Abspaltung ist also auch genehmigt worden schon. Und sie könnten ja auch Jio-Platforms an die Börse bringen, möglicherweise ja auch in New York. Also es sind ja jetzt auch genug US-Beteiligungsgesellschaften drin für sowas. Mit einer Bewertung dann wahrscheinlich auch, die wahrscheinlich deutlich über dem liegt, was Google und Facebook bezahlt haben. Und der allerletzte Schrei jetzt ist ja, dass Reliance jetzt auch 10 Milliarden Dollar investieren will in Solarenergie, Stromspeicher, Wasserstoff. Sie wollen also auch bei den alternativen Energien in Zukunft den indischen Markt dominieren mit mehreren Riesenfabriken für Solarzellen, für Stromspeicher, für Brennstoffzellen und so weiter. Das hat viel Aufmerksamkeit verursacht, die Meldung, dass sie jetzt da jetzt auch noch der große Solar- und Wasserstoffriese werden sollen. Da würde ich sagen, wollen wir mal sehen. Also zumindest der Solarmarkt, der ist in Indien gar nicht mehr so einfach. Das ist schon auch ein Markt, wo ein hoher Preisdruck herrscht. Es gibt aber auch Argumente gegen die Aktie. Und dazu muss ich vielleicht auch mal was Grundsätzliches sagen, weil es ist schon witzig, wenn man hier eine Aktie bespricht und man bringt Pro und Contra, dann verliert der Beitrag für manche Zuschauer plötzlich irgendwie seine Wertigkeit. Und dann heißt es wieder hier, Scheißvideo, viel geschwätzt, nichts gesagt und so ähnlich. Also wahrscheinlich, weil sich viele gar nicht mit den Aktien eigentlich wirklich beschäftigen wollen, sondern das Einzige, was sie hier eben hören wollen, ist, boah, geile Aktie, geiles Unternehmen, alles super geil, 100% in 3 Wochen. Wenn es so ist bei Ihnen, dann habe ich jetzt einen super geilen Tipp für Sie. Steigen Sie jetzt doch einfach aus, schalten Sie das Video ab und kaufen Sie die Aktie genauso unbesehen wie alle anderen Aktien, die Sie sonst kaufen. Sie haben jetzt von mir hier einen heißen Tipp bekommen, E-Commerce in Indien, Solar, Wasserstoff, Fintech, Google und Facebook mit an Bord. Herz, was willst du mehr, kann ich da nur sagen. Wer da jetzt nicht kauft, ist selber schuld. Sie können jetzt also das Video gerne hier abschalten, weil jetzt gehe ich nochmal auf die Risiken der Aktie ein. Wir haben es vorhin ja gesehen, die Aktie ist stark gestiegen die letzten Jahre, jetzt läuft sie aber nur noch eher ja, seitwärts. Und die meisten Analysten, die sehen sie schon positiv, aber eben nur so lala. Und die Kursziele, die halten sie auch relativ in Grenzen. Und auch dafür gibt es Gründe. Es gibt jetzt keinen Analyst, der sagen würde, die hätten da nichts auf die Beine gestellt oder so. Das stellt keiner in Frage. Aber man fragt sich eben nach den konkreten Gewinnerwartungen für die nächsten Jahre. Reliance ist hochprofitabel, gar keine Frage. Auch letztes Jahr, im Corona-Jahr, ist der Gewinn nochmal um 1% gestiegen, trotz einem rückläufigen Umsatz. Aber die letzten Jahre, so im Durchschnitt, da war das Gewinnwachstum eher mau und die Eigenkapitalrendite ist auch niedrig, so 6-7%. Der freie Cashflow war letztes Jahr auch wieder negativ, weil Reliance ja auch immer wahnsinnig viel investiert. Und das Geld wird aber verdient nach wie vor eher in der Petrochemie und in der Telekommunikation. Und da ist das erste Geschäft zyklisch, das zweite ist auch ja, nicht immer gut berechenbar und das wird auch so bleiben wahrscheinlich die nächsten Jahre.
Und wir haben eben, wie gesagt, schon diesen Börsenwert von 158 Milliarden Euro und ein KGV von 23, was solche Geschäftsmodelle ja normalerweise nicht hätten. Und eigentlich wäre sogar nochmal ein extra Abschlag zusätzlich fällig, weil es ein Konglomerat ist. Mit anderen Worten, auf das, was Reliance verdienen wird die nächsten Jahre und angesichts auch dieser wahrscheinlich negativen freien Cashflow-Entwicklung, da ist die Aktie momentan kein Schnäppchen. Und Sie sehen schon, so wie es bei vielen Wachstumaktien ist, ist es eben auch hier. Es ist eben auch eine Wahrnehmungsfrage. Die Fantasie ist da. Jetzt geht es eben nur darum, wie man die bewertet. Für mich ist Reliance Industries eine gute Aktie, eine interessante Aktie. Das Marktpotenzial ist vorhanden und es ist ein Konzern meiner Meinung nach, dem ich da auch was zutrauen würde. Hat man ja bei der Telekom-Sparte auch gesehen, dass die in der Lage sind, da was zu bewegen und den Markt da gegebenenfalls auch aufzurollen. Ich würde darum die Aktie halten, ich würde daran festhalten und wenn man sie noch nicht hat und wenn man Langfristanleger ist, dann würde ich da jetzt auch Positionen durchaus aufbauen. Und wie es so schön heißt, Kursrücksetzer sind Einstiegsgelegenheiten in dem Fall. Jetzt könnte von Ihnen natürlich noch der Einwand kommen, ja, warum haben Sie die Aktie nicht früher vorgestellt uns? Das haben wir natürlich und zwar schon im Mai 2019, auch wieder im Zukunftsmärkte-Report. Da wären Sie jetzt auch schon ganz gut im Plus. Diesen Corona-Einbruch, den hätten Sie natürlich durchstehen müssen. Das hat sich leider damals auch für uns nicht abgezeichnet. Aber trotzdem, man sieht es immer wieder, wie nützlich ist und wie gut es ist, wenn man Leser ist von unseren gratis Zukunftsmärkte-Reports. www.zukunfts-märkte.de. Und nächste Woche da, wie gesagt, mit Aktien aus dem chinesischen Telekom-Sektor auch. Telekom, Entschuldigung, Technologiesektor. Und für heute kann ich nur sagen, schön, dass Sie dabei geblieben sind bis zum Schluss. Jetzt können Sie die Aktie gerne kaufen, wenn Sie das wollen und wenn Sie das noch für sinnvoll halten. Aber bitte, bitte nicht alle auf einmal. Die Umsätze in Deutschland sind niedrig. Man sollte darum bei solchen Aktien auch immer limitiert kaufen oder man weicht nach London auch aus, wenn man das kann. Kaufen Sie hier solche Aktien immer mit limitierten Kauforders. Vielleicht kauft ja auch gleich nach Ihnen einer 1000 Stück dann unlimitiert und wenn Sie es rechtzeitig sehen, dann haben Sie Ihren nächsten Urlaub auch schon wieder drin. Alles Gute Ihnen und Dankeschön fürs Zuschauen.